Ja, die Alarmierung war Wohnungsbrand, Hochhausbrand, Menschenleben in Gefahr. Bei der Adresse hier am Wollepark war zwar davon auszugehen, dass das Gebäude leer war, weil das einzige sich um den Wohnblock handelt, der ja geräumt worden ist. Aber letztendlich ist dann so ein Wohnblock nie auszuschließen, dass er wirklich leer ist. Da kann ja Obdachlose sich darin aufhalten oder von mir auch Jugendliche, die da Party machen, wie auch immer. Also leer kann man eigentlich nie sagen. Nicht? Und von daher geht man immer davon aus, dass da auch Menschen betroffen sind. Ja, wir haben Feuer im 7. Obergeschoss gehabt, ein Wohnungsbrand total. Er war auf Anfahrt schon weithin sichtbar. Große Flammenerscheinungen und starke Rauchentwicklung. Drohte dann also auch in die Wohnung 8. Obergeschoss überzugreifen. Das haben wir praktisch im Außenangriff erstmal mit der Drehleiter unterbunden, zumindest relativ schnell auch in den Griff gekriegt. Wir haben dann im Innenangriff mit zwei Trupps gearbeitet, um das Feuer zu bekämpfen und hatten es auch relativ schnell so weit runtergekämpft, dass es also nicht weiter Schaden verursachen konnte. Kann man eigentlich von Glück sagen, dass jetzt keine Menschen mehr, also zumindest nicht das Gebäude nicht mehr bewohnt war. So eine Situation in dem Zustand, wo es sich noch vor ein paar Monaten befunden hat, wäre sehr weitaus kritischer gewesen, auf jeden Fall. Das Objekt ist Wasser- und Stromlos, komplett stromlos und Wasser ist auch nicht mehr vorhanden. Die ganze Einrichtung, die da noch vorhanden sind, das ist alles Müll oder Sperrmüll. Es ist komplett verwahrlost, das Objekt. Aber wie gesagt, wenn das Objekt bewohnt gewesen wäre, hätten wir vor einer sehr viel größeren Herausforderung gestanden, auf jeden Fall.